Guten Morgen, ihr Lieben. Deren heutigen Göttinnenzirkel haben wir beschlossen, ganz mutig zu summen. Die richtig mutige hier bin jetzt wieder mal ich, weil mein Mikro an ist und eure Mikros jetzt hoffentlich aus sind. Ich würde euch alle wahnsinnig gern live hören, aber durch die Rückkopplung und diese ganzen interessanten Geschichten, wie der Ton sich dann in Zoom entwickelt, müssen wir uns jetzt vorstellen, dass wir ganz kohärent und kongruent und harmonisch miteinander summen. Warum? Warum sollten wir überhaupt summen? Naja, Forschung zeigt, dass wenn wir summen, wir ins Herz gehen. Und wir merken es ja auch, wenn wir uns zum Beispiel jetzt aufrecht hinsetzen würden. Mein Stuhl ist ein bisschen höher als normal, aber ich schaue hoffentlich nicht auf euch herab, sondern euch direkt in die Augen. Und stell mir vor, wie wir jetzt alle in einem wunderschönen Kreis miteinander sitzen. Unsere Wirbelsäule gerade ist, unser Nacken gerade ist, unsere Schultern ganz entspannt sind. Die könnten wir jetzt einfach einmal loslassen. Und wir atmen gemeinsam tief ein und aus. Und vom Herzen aus summen wir jetzt eins meiner Lieblingslieder, das ist Amazing Grace. Ich glaube, auf Deutsch heißt es ein schöner Tag, something like that. Vielleicht kennt ihr es. Und ich habe dieses Lied so gerne bei meiner Hochzeit spielen lassen, bei Gracies Taufe, bei vielen Momenten, die für mich sehr wichtig und schön waren. Okay, here we go. Okay. Und somit habt ihr mir geholfen, gleich eine meiner Ängste zu überwinden. Früher war es die Angst, irgendwo zu singen, vor allem mit anderen Menschen zu singen. Das hat unglaubliche Panik in mir ausgelöst. Und jetzt habe ich gerade gesummt, live, online. Und ihr mit. Danke dafür. Guten Morgen, allerseits. Guten Morgen, Claudia. Jetzt sehe ich dich auch. Mach dich auch gleich hier mit zum Co-Host. Wenn es geht, wenn es nicht hüpft, Michi, hilf mal bitte, mach die. Kannst du das? Ja, ich glaube, es geht. Heutiges Thema ist ein spannendes. Ich mache mich immer auf ein Spotlight, dass ihr mich seht und findet. Here we go, here we go. Und Andrea und Claudia, kommt sie doch mit rein ins Spotlight, weil ich glaube, ihr könnt mit dem Thema auch was anfangen. Jetzt suche ich die Claudia. Da ist sie. Moment, Moment, Moment. Here we go. Also bitte unmutet euch einmal. Und sagt mir, Guten wie es euch Morgen. mit, guten Morgen, Schatz, wie es euch mit folgendem Thema geht. Im Englischen heißt es Performance Anxiety, auf Deutsch Leistungsangst. Die Angst, die hochkommt in uns, wenn wir wissen, jetzt ist unsere Leistung gefragt, jetzt ist unsere volle Präsenz gefragt, unser höchstes, bestes, tollstes Selbst, all unser Wissen, unsere Expertise, unser Feingefühl. Was kommt da hoch? Was kommt bei dir hoch, Andrea? Leistung hat mich früher, also ein Leistungsdruck hat mich immer früher unter Druck gesetzt. Ich habe das Gott sei Dank heute nicht mehr, aber es hat lang gedauert, bis das aus meinem Leben weggegangen ist. Also das hat Cool. mich Das sehr heißt, lang begleitet. wenn du jetzt irgendwie, was weiß ich, wenn ich jetzt sagen würde, du Andrea, morgen, oder nein, 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 in einer Stunde, gleich nach dem Zirkel, möchte ich mit dir ein Livestreaming machen und möchte ein Interview mit dir machen zum Thema die energetische Lage momentan, was bringt der Neumond, wäre es super entspannt. Ja, es würde mir heute nichts mehr ausmachen. Aber das wäre vor ein paar Jahren noch nicht gegangen. Also da habe Okay. ich sehr gearbeitet und das war auch ganz wichtig ein Thema von meinem Transit, von meinem Saturn-Transit momentan, dass ich alle diese Dinge einfach tue und dass ich sehe, wenn ich was tue, dass es geht, dass nichts an mich herankommt, was ich nicht bewältigen kann. Also Cool. man sagt ja Das immer, heißt, alle, ja, ja, sag. das heißt, bei dir ist jetzt, wenn ich sage Leistungsangst, da ist er null, da ist gar nichts.
Weiß momentan gar nichts, nein. Cool. Okay, jetzt, Claudia, wie geht's dir damit? Wo bist du da? Ja, total interessant. Ähnlich wie die Andrea. Also ich bin erzogen worden von einem Vater, der sehr auf Leistung war. Das war also auch bei mir, ich war extrem perfektionistisch auch immer. Ich wollte immer alles super perfekt machen und hat mich da extrem unter Druck gesetzt, bis ich gemerkt habe, und auch erst sehr spät. Ich glaube wirklich tatsächlich erst mit dem Zen habe ich es gemerkt. Oder durch meine Kinder, ich glaube durch meine Tochter. Ich habe gemerkt, ich bin nicht in meinem Rhythmus, ich bin nicht in meinem Tempo. Wenn ich unter Leistungsdruck stehe, von außen getrieben, bin ich nicht in meiner Präsenz. Ich habe nicht meine Frequenz und bin dann auch zerfleddert und nicht konzentriert und kann nicht, ich kann dann eigentlich nicht perfekt performen, weil ich einfach meine Energie gar nicht bei mir habe. Und erst durch das Fokussieren auf mich selber in dem Moment und in die volle Präsenz zu gehen, habe ich gelernt, dass ich dann auch leisten kann. Also das ist dann nicht Leistung von außen gefordert, sondern aus mir heraus ist komplett eine andere Art von Leistung. Und das ist aber paradox, weil das muss man sich erstmal eingestehen. Weil wenn man nämlich so gepolt ist, dass man ja leisten will nach außen und von außen alles recht machen will, dann ist man ja von außen getrieben. Und erst diese Erkenntnis, nein, stopp, ich gebe von mir, von innen heraus. Das ermöglicht mir erst wirklich die volle Präsenz und dann auch alles zu geben. Also ich gebe ja dann alles und gerne vor allem. Und das ist ganz Also einfach. ihr seid beide Rollenvorbilder, habe ich mir ja auch nicht anders erwartet, weil jetzt seid ihr auch mitten hier im Zirkel, Spotlight, right? Und doch merke ich, weil ich hätte auch ähnlich geantwortet, ich merke jetzt, und das ist ganz aktuell gerade der Fall, weil ich ja morgen meine kleine Eröffnungsfeier habe, zu der ihr ja auch beide kommt, ne? Und ich ja nur die Nachbarn und engste Freunde eingeladen habe. Also ist ja nichts dabei. Ne? Aber jetzt merke ich, jetzt näher das rückt, und es sind ja jetzt ein bisschen mehr als, weiß ich nicht, 30 Stunden, bevor das dann losgeht, dass doch so ein bisschen eine Nervosität hochkommt und so ein Gefühl von, oh Gott, hast du dir schon alles überlegt und bist du schon gut vorbereitet und was ist, wenn und da kommt wieder was hoch. Und deswegen finde ich es auch spannend, Gabriele Schäfer sagt im Chat, die Angst der Göttin vorm Elfmeter. Right? Und ich habe das Gefühl, ich trage diesbezüglich immer Schichten ab. Und ich komme gerade so an eine Schicht und finde das super spannend, weil ich ja da auch, so wie du, Claudia, gerade vorgeschlagen hast, versuche damit möglichst präsent zu sein und zu sagen, oh, spannend. Weil in Wahrheit geht es um nichts, aber eigentlich geht es um sehr viel. Weil es ist ja ein Lebenstraum, der sich hier für mich erfüllt, dass ich dieses Lichtwerk kreieren darf und jetzt Leute einladen, Menschen in mein Schloss bringen. Erinnert mich an diese Geschichte, die ich so gerne in Workshops auch erzähle, wenn wir die Schattenarbeit machen. Da erzähle ich immer, stell dir vor, du bist geboren und du bist diese junge Prinzessin und du bist in einem Schloss geboren und du kriegst dieses wunderschöne Lichtschloss. Und in diesem Lichtschloss gibt es Millionen von Zimmern und die schauen alle anders aus. Das eine ist dunkel und kuschelig wie eine Höhle und das andere ist ein großes, lichtvolles, prachtvolles Zimmer. Und dann gibt es ein rotes und ein gelbes und ein blaues und ein Regenbogenzimmer und da. Und du bist als kleines Kind so glücklich in deinem Schloss. Du findest das alles so wunderbar und du gehst jeden Tag aus und entdeckst noch ein Zimmer. Und bist ganz freudvoll und völlig im Glück. Und dann bist du so im Glück, dass du dir denkst, oh, jetzt lade ich Freunde ein, jetzt bringe ich meine Freunde in dieses Schloss. Und dann kommen deine Freunde ins Schloss und du zeigst ihnen die Zimmer und die ganzen Gänge und alles. Und dann kommen Freunde und die sagen, naja, aber das Zimmer, ich weiß nicht. Also das kommt mir jetzt nicht. Also das ist viel zu. Und dann denkst du, naja, vielleicht hat er recht oder direkt. Machen wir das Zimmer lieber zu, das zeige ich jetzt nicht mehr her. Wir zeigen den anderen Teil vom Schloss. Und dann kommen die nächsten Freunde. Und dann hat natürlich jeder deiner Freunde hat irgendwie eine Meinung und die gibst du dann bekannt. Und du beginnst diese Zimmer eins nach dem anderen einfach abzuschließen, weil du denkst, naja, die sind nicht so gut angekommen, die lassen wir lieber. Ne? Und irgendwann wachst du dann auf und bist plötzlich in einem einzigen Zimmer. Und denkst dann, wo ist mein Schloss? Was ist mit diesen ganzen anderen Zimmern? Und so kann es uns gehen, wenn wir quasi, so wie ich jetzt, in ein Schloss einladen. Und da kommen alle möglichen Gefühle hoch. Und ich lade euch jetzt alle ein, egal wo ihr jetzt gerade seid, in einem Schloss oder in einer Gastonniere oder in einer Höhle. Schaut euch doch mal an,
welche Gefühle da jetzt hochkommen, nachdem wir über dieses Thema so ein bisschen gesprochen haben. Ja, manchen wird ganz heiß, andere spüren vielleicht irgendeinen Knoten, irgendeine Anspannung, irgendwas Klebriges irgendwo. Spürt sich einmal in den Körper hinein. Seid mutig, das sind wir, ja. Wir sind ja völlig sicher hier. Und spürt mal, in welchem Körperteil nehmt ihr jetzt eine Anspannung wahr? Ist es eher oben oder eher unten? Macht es einmal mit der Hand, ist es oben oder ist es unten? Und lasst euch führen. Was sagt euer Körper? Euer Körper weiß ganz genau, was es ist. Teil oben, unten, wo ist es denn? Wenn was wäre, wo wär's denn? Ja? Und dann ist es vorne oder hinten? Schaut mal, ist es vorne oder hinten? Zeigt es einmal dorthin, dass ihr eurem Körper sagt, ich nehme dich schon wahr. Ich spüre das schon, ja. Ich spüre auch da hinten irgendwas. Okay, gut, wunderbar. Und dann schaut so mal, wie stark ist denn dieses Gefühl auf einer Skala von 0 bis 10? 0, da ist nicht da, ganz klar aufhören. Oder 10, boah, wo seid ihr denn? Ich habe heute eine 2. Gestern war es eine 4, jetzt sind wir bei der 2. Und es ist hinten, es ist so unterer Rücken und es fühlt sich so an wie so eine Metallscheibe. Also das sitzt bei mir. Wir haben eine 3. Was habt ihr? Stellt sie fest, schreibt es für euch wenigstens auf, dass wir es wirklich in 3D bringen, vom 5D. Eine 4 bei der Andrea. Und dann schaut es eben, was ist die Konsistenz? Ist es was Schleimiges, Pickiges, Festes, Gasförmiges, Flauschiges? Was ist es denn? Stellt es sich einfach vor. Und dann hat es vielleicht noch eine Farbe. Welche Farbe? Bei mir ist es so ein Metallgrau, so grau. Eine Grau, eine 2, hinten was Dunkles bei der Andrea. Ja, schreibt es sich auf, gelb bei der Caroline und eine 3. Ja. Körper schreibt so, was ist denn da? Okay, neblig grau, durchsichtig, 9 fest, wunderbar, ihr habt alle eure Koordinaten. Ich muss jetzt da schon gleich beim Massieren anfangen. Das will mein Körper jetzt. Und ich gebe mir das jetzt einfach. Ich bin jetzt ganz präsent mit dem. Ohne Wertung, ohne Urteil. Es ist einfach, spannend. Danke. Danke, dass du dich mir jetzt zeigst. Bin ich echt dankbar. Dann halte ich diesen Körperteil einfach, wenn es für dich geht, halt den Körperteil, sonst geh einfach mit deiner Aufmerksamkeit hin und beobachte. Und dann atme. Drei volle Atemzüge der Dankbarkeit, dass du jetzt dieses Gefühl überhaupt wahrnehmen darfst, kannst. Sehr gut. Dann beginnen wir zu switchen. Beginnen Sie den Switchen, beginnen zu switchen, verbinden wir mal links und rechts, die Körperhälften, die Gehirnhälften miteinander. Atmen und dann sagen wir Leistungsangst. Ich liebe und akzeptiere mit allen meinen Ängsten, besonders mit meiner Leistungsangst, auf allen Ebenen, auf allen Zeitlinien, in allen Realitäten. Es ist okay, es ist okay. Und atmen. Und ich liebe und akzeptiere mich, wenn ich mich jetzt dafür entscheide, diese Ängste, alle Ängste und besonders die Leistungsangst vollkommen zu erlösen. Ich lasse sie los. Ja, ich bin frei und ich bin mutig und ich kann das und ich will das und ich mache das jetzt. Ja, so ist es, so sei es. Oder etwas noch Besseres. Atmen. Und am linken Flügel. Jetzt gehen wir gleich in das, was wir wollen. Ich brilliere unter Druck. Ich brilliere unter allen Bedingungen. In allen Herausforderungen zeige ich mein bestes Selbst. Und ich bin ganz entspannt. Und ich glaube an mich. Und ich lasse jetzt alle Zweifel los. Ich lasse allen Mangel an Selbstbewusstsein und Selbstwert los. Und ich gehe in meine Kraft, ich gehe vollkommen in meine Kraft, in meine entspannte, zentrierte, mutige Kraft. Jawohl. Und atmen.
Sehr gut, Michi, lass du die Nicole rein. Und dann gehen wir zu unseren Lungenmeridianen. Und wir sagen, ich nehme all die Trauer in mir wahr, all die Erinnerungen an Momente, wo es vielleicht nicht so gut gegangen ist, wo ich vielleicht vollkommen versagt habe, wo Dinge anders gelaufen sind, als ich dachte, wo ich irgendwelche Fehler gemacht habe, irgendwas übersehen habe. Es ist okay, es ist vollkommen okay. Es ist alles in der Vergangenheit. Und jetzt entscheide ich mich dafür, meine Freude zu geben. Denn ich habe es verdient, mein Bestes zu geben, mein bestes Leben zu leben. Und zwar jetzt. Jawohl, jetzt ist es soweit. Ich brilliere. Und gerade Druck macht mich vollkommen freudvoll. Dann entspanne ich mich total und bin vollkommen präsent und genieße den Moment. Hui, meine Daumen, die vibrieren. Sehr gut, okay? Wir gehen hier oben unter die Schlüsselbeine. Wir klopfen auf das Brustbein, aktivieren unsere Nierenmeridiane, unsere Nebennierenrinde und alles, das darf jetzt mal durchatmen. Und wir sagen, diese Momente der Entscheidung, diese Momente, wo ich mein Bestes selbst zeigen darf, wo ich all mein Sein zeigen darf, wo ich hell strahlen kann. Ich liebe und akzeptiere mich mit all meinen Ängsten auf meiner tiefsten Ebene und von dem allerersten Moment an, wo ich Angst hatte. Und ich entscheide mich jetzt dafür, all diese Ängste vollkommen loszulassen. Ich erlöse sie. Und ich gehe in meinen Mut. Ich bin mutig, ich bin kraftvoll, ich bin liebevoll, ich bin weise, ich kann das, ich will das, ich mache das jetzt komplett entspannt, anmutig, freudvoll und liebevoll. Und atmen. Exzellent, exzellent. Leber. Meine Leber mag heute gestreichelt werden. Deine mag vielleicht geklopft werden. Schau mal. Diese Glanzmomente meines Lebens. Diese Momente, wo ich zeigen kann, darf, wer ich bin, was ich tue, was ich kann. Ich liebe und akzeptiere mich mit all meiner Wut. Auf meiner tiefsten Ebene und von dem allerersten Moment an, wo ich zornig oder enttäuscht oder eifersüchtig war, es ist okay. Und ich entscheide mich jetzt dafür, in meinen Frieden zu gehen. Ich bin im Frieden mit mir selbst, ich bin im Frieden mit allen Momenten, die so auf mich zukommen. Ich vergebe mir selbst. Tja, ich habe mich sowas von lieb. Danke, danke, danke. Danke, danke, danke. Gut, jetzt. Stell dir vor, du schaust mitten ins Quantenfeld, du siehst all diese verschiedenen Zeitlinien und Realitäten, nimmst alles wahr und du kappst jetzt die Verbindungen zu allen Schmerzen, zu allem Leid, zu allem, was dich hindern könnte an deinem größten Selbst. Alles, was dich mit der Vergangenheit oder mit irgendwas verbindet, wo es mal nicht gut gegangen ist, wo irgendwie Leistungsangst, Druck, was weiß ich, was hochgekommen ist, ganz wurscht, wann das war, Schluss damit. Portal geschlossen, ist erledigt, bleibt in der Vergangenheit. Are you ready? Yes? Okay. Also, Kronen-Herz-Chakra-Integration. Wir verbinden Herz und Hirn. Und wir sagen, ich fordere meine Kraft zurück. Ich fordere meine Freiheit zurück. Ich gebe dir deine Kraft zurück. Ich gebe dir deine Freiheit zurück. Ich vergebe dir für all die Schmerzen und für all das Leid, das du je kreiert hast. Und ich bitte um Verzeihung für all die Schmerzen und all das Leid, das ich je kreiert habe. Die Vergangenheit bleibt in der Vergangenheit. Und nur die Liebe kann uns verbinden. Ich wünsche dir alles Gute, so wie ich mir alles Gute wünsche. Und dann gehen Sie Herz, schnaufe mal tief ein und aus und dann schau, ob du dieses Gefühl noch finden kannst oder ob es jetzt weg ist.
Meins ist weg. Wie geht's euch, Damen? Ja, Claudia. Erzähl. Das ist weg. Bei mir ist es wirklich weg. Ich habe so einen dunkelgrauen, so einen Schraubstock am Kopf gehabt und das ist jetzt weg. Ja. Nice. Andrea, was spürst du noch? Wie wenn so ein kleiner Schatten noch übrig wäre, aber es ist kaum wahrnehmbar. Hat sich verändert. Sehr gut. Schaut mal, alle anderen. Die 3 ist jetzt eine 8, ist stärker geworden, oder was? Hilf mir, Caroline, das zu verstehen. Nicole, sind wir bei einer 0? Cool. Egal, wo ihr jetzt gerade seid, einfach wahrnehmen. Ist ja wunderbar. Ich mache jetzt einen Schluck Wasser. Ich empfehle das Gleiche für euch. Jetzt ist es viel transformiert. Jetzt holen wir uns einen Engel hervor. Ich habe gerade die Engelskarten da. Sein liebe Engelswelt, welche Karte, welche Energie hilft uns? Oh, I love it. Der Engel für Geduld und Zeitlosigkeit. Ich nehme in Geduld alles an. Ich nehme in Geduld alles an. Danke, Caroline. Es ist von einer 8 auf eine 5 gut. Ne, es kann nämlich manchmal sein, dass in solchen Prozessen, dass dazwischen so einen Spike kriegt. Dann ist irgendeine Lektion drinnen. Wenn das bei irgendwem gerade so ist, dann sei einfach präsent mit dem Gefühl und sag, aha, schon spannend. Ich nehme alles mit Geduld an. Sorry, da hupft gleich mein Kopfhörer aus den Ohren. Gott, danke, lieber Engel. Ich hole uns da gleich her. Gut, jetzt machen wir 3 Runden Göttinnenatmung. Okay, jetzt haben wir so viel losgetriggert. Jetzt erlauben wir dem Körper, alles wirklich durchzuputzen. Göttinnenatmung, ganz, ganz kurz erklärt. Wir haben schon ein paar Mal gemacht. Wir atmen 30 ungefähr Atemzüge ein und aus. Idealerweise durch die Nase. Wenn du gerade einen Schnupfen hast, dann kannst du auch durch den Mund atmen. Es geht nur darum, dass du möglichst viel Sauerstoff in den Körper bringst. Sauerstoff ist der Feind vom Krebs, Feind von Entzündungen, ist das Lebenselixier. Also wir wollen viel Sauerstoff im Blut haben. Gut, nach diesen 30 Atemzügen viel ein und entspannt ausatmen. Nach dem 30. Atemzug atmest du die ganze Luft aus und hältst die Luft draußen. Das nennt sich die Breath Retention Phase. Das ist eine ganz spannende Phase, denn je länger diese dauert, du diesen Atem aushalten kannst, desto gesünder bist du wahrscheinlich, das zeigt die Forschung. Also wir wollen diese Zeit trainieren und dann nach dem Aushalten, in der Zeit kannst du was Nettes sagen, du könntest dein Mantra wiederholen, wie zum Beispiel, ich nehme in Geduld alles an. Dann atmest du fest ein und hältst die Luft an. Du hältst die Luft ungefähr 20 Sekunden im Körper an, atmest wieder aus und ein Zyklus ist durch. Was passiert im Körper? Wenn wir dann, nachdem wir die Luft ausgehalten haben, da kreiert der Körper Kohlenmonoxid oder im Blut. Dann atmen wir Sauerstoff wieder hinein und produzieren Nitric Oxide. Weiß ich nicht, wie das auf Deutsch heißt. Und Nitric Oxide ist wie Kraftstoff für die Zellen, vor allem für die Mitochondrien. Das sind die Zellkerne. Und da wollen wir, dass viel Energie drinnen ist, dass wir uns lebendig fühlen. Gut, wir machen 3 Zyklen. Okay, also dreimal 30 Atmen. Nach dem 30. Atemzug aufatmen, halten. Ich nehme alles in Geduld an. Einatmen, 20 Sekunden halten. Dann atmen wir einmal durch und dann geht der nächste Zyklus los. Du kannst im Sitzen oder im Liegen atmen. Ich empfehle für den Anfang im Liegen zu atmen, denn es wird dann manchmal ein bisschen schwindelig, weil der Körper sagt, Halleluja, so viel Sauerstoff. Und wenn du das nicht gewohnt bist, dann kannst du dich ein bisschen komisch fühlen. Also kannst dich ruhig hinlegen. Wirbelsäule und Nacken gerade. Dann stellen wir uns vor, wir sind in diesem wunderbaren Zirkel. Halten alle Hände miteinander. Du kannst die Hände ganz entspannt im Schoß auch liegen haben, aber stell dir vor, all deine Schwestern sind jetzt um dich herum und wir atmen gemeinsam für diese Geduld, für diese Zeitlosigkeit und dafür, dass wir vollkommen in unserer göttlichen Kraft sind. Are you ready? Yes? Okay, 30 Atemzüge.
Alle Luft ausatmen. Und einatmen. Halten. Und ausatmen. Ganz entspannt durchatmen. Und Runde 2. Los geht's. Ausatmen, halten. Und einatmen. Halten. Und ausatmen. Ganz entspannt durchatmen. Und der dritte und letzte Zyklus. Ready, steady, go. Ausatmen, halten. Und einatmen. Und ausatmen. Jetzt ins Herz. Atmet ganz entspannt durch. Und dann schaut's wieder. Können Sie das Gefühl noch finden oder ist es jetzt weg? Oder was ist jetzt stattdessen da? Ladies, Andrea? Ich würde sagen, es ist weg. Ich habe jetzt nichts mehr gefunden. Ich sehe stattdessen so ein schönes Leuchten in deinem Gesicht. Das ist so super, ich liebe es. Gell, atmen. Alles für free. Gelassenheit ließ ich da, Wärme, Leichtigkeit. Yes. Was ist mit dir, Claudia? Ich hatte diesen Schraubstock, der war ja schon weg, aber jetzt ist so was Freies, Klares, also so eine Weite in meinem Kopf, das ist super. Also, oh, Bei herrliches. mir habe ich,
Ja, ich habe auch jetzt das Gefühl, dass es hinten wie so ein bisschen wird schräg, so wie ein wolkenfreier Himmel. Das ist so, das ist Luft. Nice. Gut, nice work. Das heißt, wenn ihr mit dabei seid, würde ich jetzt in die Intentionszeit gehen, weil jetzt sind wir gerade so in der schönen Energie drinnen. Jetzt müssen wir nur unsere Intention genau formulieren. Ich habe es auf Englisch. Ich kann das ja. Unsere Intention ist, dass wir sofort, vollkommen und für immer frei von Leistungsangst und Druck sind und zu jeder Zeit unser bestes, höchstes Selbst leben und unsere Herzenswünsche mit Freude, Leichtigkeit und Anmut manifestieren. Wie gefällt euch das? Schauen wir, ob ich es nochmal hinkriege, dann könnt ihr mitschreiben. Michi, bitte schreib auch mit. Unsere Intention ist, dass wir sofort, vollkommen und für immer frei von jeglichen Leistungsdruck, frei von jeglicher Leistungsangst und Druck sind und zu jeder Zeit unser bestes, höchstes Wohl oder höchstes Selbst leben und unsere Herzenswünsche mit Freude, Leichtigkeit und Anmut manifestieren. Unsere Intention ist, dass wir sofort, vollkommen und für immer frei von jeglicher Leistungsangst und Druck sind und zu jeder Zeit unser höchstes Selbst leben und unsere Herzenswünsche mit Freude, Leichtigkeit und Anmut manifestieren. Wenn das in eurem Einverständnis ist, dann könntet ihr das für euch selbst aufschreiben. So, euer Hirn auch registriert, die meint ernst, so ist es jetzt. Und dann habt ihr am Ende des Jahres auch so ein Buch, so ich, wo die ganzen Intentionen drinnen stehen. Und es ist ganz schön, dann zurückzugehen und die Daten dazu zu haben, zu wissen, oh, schau spannend, kurz vorm Neumond oder zum Neumond habe ich folgende Intention gesetzt. Und dann zum darauf folgenden Vollmond, Neumond, könnt schauen, was ist passiert. Oder ist doch eine gute Idee, Andrea, was sagst du als Super Idee. Astrologin? Ja, ganz super. Passt gut. Claudia, sorry, was wolltest du sagen? Sprich. Na, ich wollte nichts sagen. Andrea wollte noch was sagen. Nein, ich bin fertig. Aber ist auch fertig. Okay, gut, dann sind wir alle fertig. Habt ihr eure Intentionen aufgeschrieben? Jeder gut? Yes, gut, dann gehen wir aus dem Spotlight raus, dass wir uns alle sehen. So. Yes. Also, dann machen wir jetzt 7 Minuten im Liegen, Sitzen, Stehen, würde weniger. Das wird, ja. Ja, und Michi, du holst uns zurück mit der Intention. Gehst schön nah ans Mikro. Das würde ich hören. Gut. Also, ihr Lieben, wir stellen uns vor, wir sitzen in einem großartigen Kreis, Zirkel, an einem Ort eurer Wahl, eurem magischen Ort, eurem Glücksort vielleicht. Vielleicht ist es ein Ort in der Natur oder vielleicht sitzt man in einer wunderschönen Kristallhöhle, ganz egal. Wir verankern unsere Wurzeln tief in den Erdboden hinein. Erlauben, dass mit jedem Ausatmen diese Wurzeln noch tiefer und tiefer hineingehen, bis wir im Erdkern drinnen sind. Alle Gefühle, alle Glaubenssätze, Erinnerungen, Muster, die unserem höchsten Selbst nicht mehr dienen, geben wir dankbar Mutter Erde ab. Thank you, thank you, thank you. Danke Erde für all das, was du uns gibst. Und dann erlauben wir, dass diese wunderbar elektromagnetische Energie von Mutter Erde durch unsere Wurzeln hinauffließt, durch unsere Fußsohlen, unsere Beckenböden, in unser Bauch, auf in unser Herz,
Wir sind geerdet, wir sind sicher. Und dann rollen wir die Augen nach oben, so als würden wir durch unsere Kopfmitte schauen wollen. Stellen uns vor, dass dort in der Mitte des Universums ein wunderschöner Stern ganz hell leuchtet, nur für uns. Und mit jedem Einatmen ziehen wir jetzt dieses wunderbare Licht in unseren Körper, in unser Herz hinein. Und dort verbindet sich die Energie der Erde mit der Energie des Universums. Und dieses Sternenlicht beginnt in unserem Herzen zu strahlen. Wir stellen uns vor, wir würden jetzt alle Hände halten und atmen drei volle Atemzüge miteinander gemeinsam ein und wieder aus. Ein. Aus. Und mit unserem dritten Atemzug setzen wir jetzt unsere Intention. Wir atmen ein. Und von unserem Herzen aus setzen wir die Intention, dass wir sofort, vollkommen und für immer frei von jeglicher Leistungsangst, von jeglichem Leistungsdruck sind und zu jeder Zeit unser höchstes Selbst leben und unsere Herzenswünsche mit Freude, Leichtigkeit und Anmut manifestieren. Unsere Intention ist, dass wir sofort, vollkommen und für immer frei von jeglicher Leistungsangst, von jeglichem Leistungsdruck sind und überall und immer unser höchstes Selbst leben und unsere Herzenswünsche mit Freude, Leichtigkeit und Anmut manifestieren. Unsere Intention ist, dass wir sofort, vollkommen und für immer frei von jeglicher Leistungsangst, von jeglichem Leistungsdruck sind und jederzeit und überall unser höchstes Selbst leben und unsere Herzenswünsche mit Freude, Leichtigkeit und Anmut manifestieren.
Unsere Intention ist es, sofort vollkommen und für immer frei von jeglicher Leistungsangst und Druck zu sein und zu jeder Zeit unser höchstes Selbst zu leben und unsere Herzenswünsche mit Anmut, Leichtigkeit und Freude zu manifestieren. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ui, das war nett. Also, hui. Weiß ich, wie es euch geht, mir geht es gerade wunderbar. Und ich habe so eine lustige Botschaft von meinem, was auch immer, vom Feld bekommen. Und zwar war das die Geschichte der Frau Holle. Ich habe euch doch gesagt, von der Metallplatte, wenn ich das Gefühl habe, da geht irgendwie so das Fenster auf und da ist so ein Himmel. Und dann habe ich diese Vision gekriegt von der Frau Holle, wie sie die Fenster aufmacht und da sind die ganzen Schneeflocken und dann schüttelt sie die Daunen aus, so geht's doch, oder? Und dann gibt es die Goldmarie und die Pechmarie und dann hat das Feld irgendwie gesagt, ja, Joanne, jetzt kannst du entscheiden, willst du die Pechmarie oder die Goldmarie sein? Es ist eigentlich wirklich nur deine Entscheidung. Und du kannst hier die Schneeflocke, die vom Himmel fällt, als einfach ein Pech sehen, was dir gerade passiert, weil ich weiß, kalt und nass und was, oder? Oder du denkst, wow, what a blessing. Also, so viel war bei mir los. Ich weiß nicht, wie ist es euch gegangen? Andrea, Claudia, bitte schaltet euch frei. Also, bei mir war es so, ich hab auch dieses Feld, das sich öffnet, wahrgenommen. Und wir stecken ja in diesem Thema der Wahl. Wir wählen ja jetzt unseren Weg ganz eindeutig und wir sind auch wirklich aufgefordert dazu. Und ja, wir müssen den goldenen Weg wählen. Es ist einfach unsere Destination. Alles andere ist nur ein Umweg. Das hast du schön gesagt. Ich komme dann zu dir zurück, weil du hast sicher was zu dieser Zeit zu sagen. Aber jetzt fragen wir kurz die Claudia, was ist bei dir passiert? Ja, bei mir war so ein ganz starkes Gefühl von Verbundenheit. Also das, mir ist auch die ganze Zeit vorher so im Kopf herumgegeistert, Leistungsdruck hat so viel mit Bewertung zu tun. Also diese Angst vor Bewertung und die Scham eigentlich, ja, letztlich, ja, diese Angst vor dem Schämen. Und das war jetzt ist komplett weg in diesem Gefühl dieser kompletten Verbundenheit. Wenn ich mich verbunden fühle, dann, ja, dann bewertet mich jemand negativ, aber das ist ja eigentlich seine Sache, ja. Das ist ja, wenn ich mein Bestes gebe, dann habe ich es gegeben. Wenn ich Feedback bekomme, nehme ich das Feedback gerne an, aber ansonsten muss ich mich nicht bewerten lassen. Und wenn ich verbunden bin mit jemandem oder mit allem, ich fühle mich verbunden, dann schmerzen mich die Bewertungen auch nicht. So lasse ich es nicht so an mich ran. Und das war jetzt gerade unglaublich befreiend und nice. Ein Verbundenheitsgefühl. Ja. Das freut mich sehr, dass du die Geschichte erzählst. Und erinnerst mich gerade an was mir vor 3, 4 Tagen passiert ist. Da hat mir eine Freundin erzählt, dass eine andere Freundin über mich gesagt hat, dass sie nicht mehr mit mir im EMS-Studio trainieren will, weil ich so laut atme. Und dann habe ich gedacht, schau, und ich habe so Grace dann erzählt und gesagt, schon lustig. Und die Grace hat sich so abgehauen, und gesagt, ich war mit dir. Es ist ja nur lustig, wenn sie sowas sagt, right? Weil du musst ja, wenn der Strom kommt, ist das Sinn auszuatmen. Und das mache ich halt sehr bewusst. Aber, ja. Aber jetzt siehst du, die Geschichte zeigt, wir können für alles bewertet, für alles verurteilt werden, sogar für Schnaufen. Und in dem Sinne ist es ja immer mehr lustig. Danke für dieses Feedback. So, ja. Andrea, bitte erzähl uns, wie es jetzt überhaupt ausschaut, weil du hast da sicher was zu sagen. Ja, es ist eine spannende Zeit und heute Nacht ist Neumond und es ist jetzt der zweite von 5 Neumonden, die sich wie eine Oktave anschlagen und immer weitergehen. Alle Neumonde finden in verschiedenen Sternzeichen immer auf 20 Grad statt. Also es ist wie als würde es uns einen Weg zeigen. Die Vollmonde finden übrigens alle auf 5 Grad statt momentan. Auch das zeigt uns jetzt eigentlich so einen Weg in die Zukunft. So Schritt für Schritt entwickeln wir uns weiter und gehen wir einen Schritt nach dem anderen. Alle 2 Wochen bekommen wir einen neuen Input, einen neuen Download. Und diesmal kommt er aus dem Schützen. Der Neumond ist im Schützen und er ist, sag ich mal, sehr inspirierend wird er sein. Wir werden spüren, dass uns plötzlich neue Ideen kommen, dass wir uns auf neue Dinge einlassen können. Der Uranus hat eine Quinkux. Also auch wenn die Idee kommt, etwas zu tun, was wir sonst nicht tun, ausprobieren, sich ruhig darauf einlassen. Es ist gut unterstützt. Es ist wirklich gut unterstützt. Wir können Fähigkeiten, die wir schon früher gelernt haben, einsetzen dazu. Es hat ein Sextil zum absteigenden Mondknoten, also unsere Vergangenheit, alles, was wir schon wissen, was wir schon können, was wir schon gelernt haben. Wir haben wirklich gute Unterstützung dafür.
Ein anderer Aspekt ist vielleicht noch eben dann das Trigon auf den aufsteigenden Mondknoten. Auch da sind wir unterstützt. Das geht in den Widder, das zeigt schon auf einen Neubeginn. Und ein ganz leichtes beginnendes Quadrat auf den Neptun zeigt, wenn es sich im Schützen befindet, schon mehr auf unsere Spiritualität. Also wenn wir uns nicht im Klaren darüber sind, was vielleicht in dieser Gruppe jetzt nicht unbedingt der Fall ist, aber vielleicht woanders, Glaube und Spiritualität werden geprüft, sage ich jetzt mal. Wir müssen uns klar entscheiden und wenn wir diese Klarheit noch nicht haben, sind wir aufgefordert, sie zu finden. Nice, Das sind danke. jetzt so die wesentlichen Punkte. Ansonsten zum neuen Jahr werden wir vielleicht einmal ein extra Thema machen, wo es einfach nur um die Energien fürs neue Jahr geht. Weil das kann Unbedingt, uns das wollen wir gar gefallen. alle. Es Da ist müssen wir unglaublich. unbedingt ein eigenes, Ja. richtig, ja, weil das interessiert sich ja ganz, ganz viele, oder? Amen, seid ihr dabei? Neue, ja, denke ich mir. Ja, also ich glaube, wir haben sehr gute Arbeit geleistet heute. Vielen Dank, liebe Co-Hosts. Gibt es dem noch irgendwas hinzuzufügen? Weil ich habe nämlich dann auch eine eigene Botschaft, die ich gerne übermitteln möchte. Aber ich möchte dir zuerst den Raum lassen. Na, ich finde, es war heute ein total rundes Treffen, also so in sich rund und warm. Ich habe so ein unglaubliches Verbundenheitsgefühl, das ich gerne mitnehme, weil ich finde, das ist auch die Zeitqualität, die das jetzt braucht. Ich finde es auch immer so schön, dass die Andrea das dann auch immer so belegen kann. Das finde ich so, Right? ja, ist super. Und ja, ich freue mich schon auf morgen und also ich wollte eigentlich jetzt auch nochmal so sagen, Leistungsdruck, das Gegenteil von Leistungsdruck ist ja eigentlich die Freude an dem, was man tut, ja. Und durch Leistungsdruck wird einem die Freude oft genommen. Und ich möchte eigentlich jetzt mal in der Runde sagen, alles, was man tut, sollte man schon mit ganz viel Freude tun und in dem Bewusstsein, dass es ja auch anderen Freude macht, ja. Und man kann sich allen recht machen. Und wenn jemand das negativ bewertet, dann, ja, dann ist es so. Deswegen muss man die Räume in dem Schloss nicht verschließen, sondern man darf sie durchaus weiterhin betreten. So ist es. Und Nicole fragt, was ist jetzt mit den Kopfschmerzen? Das haben wir versprochen als Thema. Du hast völlig recht. Das werden wir auf nächstes Mal verschieben. Wir sind ja Gott sei Dank hier im Zirkel immer so flexibel, dass wir das, was gerade akut wichtig ist, nehmen. Aber ich verspreche dir, die Kopfschmerzen, ich habe sie sogar im Kalender stehen, kommen jetzt auf nächste Woche. Okay? Schreib es mir wieder auf. Und wer weiß, vielleicht haben wir nächste Woche die Zeit, das zu machen. Caroline sagt, ich bin schockiert. Bei uns wurde eingebrochen. Oh mein Gott, alles Gold und Silber ist weg. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist ein Schock. Durchatmen. Wir schicken dir ganz viel Kraft. Mögest du sogar aus dieser Situation das Gold finden, auch wenn das physische Gold weg ist. Wo ist das andere Gold? Ich bin mir ganz sicher, da wirst du viel drauf kommen. Und ja, möge die ganze Fülle noch mehr zurückkommen. Jetzt hast du viel losgelassen, jetzt kommt was noch Besseres nach. I'm with you. Und mach vielleicht die 5 Punkte. Verzeih den Menschen, die dir das geklaut haben und so. Wäre noch mein Tipp. Bitte, Andrea. Dazu möchte ich noch was sagen. Mir ist das auch mal passiert vor vielen, vielen Jahren. Alles weg, alle Erinnerungen aus der Vergangenheit, alles, was ich gedacht habe, was wert für mich ist. Und im Nachhinein, es ist über 30 Jahre her jetzt, ja. Und ich weiß heute, dass man eigentlich aus dem an den Dingen, wo man glaubt, den Wert zu finden, dass es eben nicht im Außen ist, sondern dass es im Innen ist, ja. Aber ich meine, die Trennung tut unglaublich weh. Mich hat das auch damals. Aber bitte reinige dein Haus, wo das passiert ist. Die Energien, die dadurch zurückgelassen werden von den Menschen, die gekommen sind, die tun dir noch viel mehr weh als der Verlust. Weil das ist wirklich ausräuchern zum Neumond, vielleicht nicht nur einmal, sondern zweimal und auch Wenn es dann Gedanken. Heli hast, stell ihn an auf Genau, Energiereinigung, genau. also Intention. Liebevoll auch in die Verzeihung gehen. Ja, Sie haben es ein offensichtlich bisschen mehr schwer gebraucht als jetzt am du. Anfang, aber vielleicht in ein paar Tagen dann auch in die Verzeihung gehen und immer wieder ausreinigen, alles aufmachen. Sagen, es wird schon seine Richtigkeit haben. Ich soll irgendwas draus lernen. Bitte zeig es mir so schnell wie möglich. Thank you, mein guter Tipp, danke dir. Ja, und wenn du nächste Woche nicht dabei sein kannst bei den Kopfschmerzen, es gibt dir die Aufnahme, kannst es dann anschauen, okay?
Gut, dann darf ich jetzt übergehen. Ich entlasse euch wieder aus dem Spotlight, ihr Süßen. Aber obwohl, ihr könnt drinnen bleiben, aber ich denke nur, dann könnt ihr einmal komische Gesichter machen. Und ich wollte euch als erstes bekannt geben, dass ich Ende Jänner eben jetzt beschlossen habe, hier ein allererstes Retreat im Lichtwerk anzubieten. Und zwar vom 26. bis 28. Jänner werden wir uns von Freitag 15 Uhr bis Sonntag 15 Uhr hier im Lichtwerk versammeln und wir werden ganz viele lustige Dinge miteinander machen. Also es geht mir bei dem Retreat hauptsächlich darum, dass wir mit diesem einen riesen Herzenswunsch, mit dem einen Ding, was unbedingt in 2024 passieren soll, kongruent werden, kohärent werden, dass alle unsere Teile damit einverstanden sind, dass das Ziel für 2024 ist. Und dabei ist es mir vollkommen egal, was dein Ziel ist, was dein Herzenswunsch ist. Also es gibt manche, die sagen, ich will, was weiß ich, 10 Kilo abspecken, die anderen sagen, ich will gesünder werden, die anderen sagen, ich will meinen Traummenschen kennenlernen, die anderen sagen, ich will im Job, dass da was weitergeht. Es ist egal. Aber wisse, dass wenn du Klarheit hast darüber, was du willst, ich dir dabei helfen kann, dass all deine Teile damit eben kongruent sind. Und wir werden das machen mit Meditationen, mit Quantenhypnose, mit Spaziergängen durch den Wald. Und wenn du Lust hast, kannst du sogar ins eiskalte Wasser hupfen. 2 Grad wird es wahrscheinlich haben, so um den Jänner. Musst du nicht, aber kannst du. Wir werden danach eine Kakaozeremonie machen, damit du richtig warm wird. Wir werden uns viel im Tesla baden. Das ist das Großartige jetzt in meinem Lichtwerk. Kannst du in all diesen Frequenzen auch baden. Was glaubst du, was da weitergeht? Dieser Retreat ist auf 10 Menschen limitiert. Er wird wahrscheinlich in Dinglish stattfinden. Also ich mache das jetzt sprachtechnisch davon abhängig, wie die Erstresponder, also die, die als erstes sich melden, welche Sprache die sich wünschen. Also entweder Englisch oder Deutsch oder Dinglish. Dinglish scheint ganz gut zu funktionieren, weil so eine Mischung aus Englisch und Deutsch ist. Das heißt, das kann ich euch noch nicht sagen, aber ich kann euch sagen, wo es ist, hier im Lichtwerk in Salzburg in Österreich. Ich kann euch sagen, wann es ist, vom 26. bis 28. Jänner. Und er kostet 599 Euro. Das ist ein Einführungsangebot. Ihr wisst, normalerweise kostet eine Stunde mit mir 500 Euro. Es sind nur 10 Menschen. Es wird super intim und kuschelig. Ich freue mich riesig drauf. Und ich möchte das eben jetzt als erstes anbieten, euch, den Göttinnen. Und am Freitag biete ich es meiner ganzen Liste, quasi meiner Datenbank an. Das heißt, wenn ihr dabei sein wollt, dann bitte, bitte schreibt uns ein E-Mail. Aber nur, wenn du es wirklich ernst meinst. Dann geben wir dich auf die Liste und schauen einmal, wie viel haben wir jetzt. Wir werden natürlich auch weitere Retreats anbieten, aber es muss irgendwann einmal ein Anfang sein. Und dieser Anfang ist im Jänner. Klingt spannend. Habt ihr Lust? Deswegen wer der sagt, oh ja, das würde ich mir gern geben. Cool. Also, in diesem Sinne, macht euch gespannt auf den Newsletter mit der Aufnahme und der Einladung zu diesem Retreat. Und dann schaut einmal in euer Herzl, ob das was für euch ist. Ich weiß mittlerweile, es werden genau die richtigen 10 zusammenkommen. Und darauf freue ich mich schon. Danke, wenn ihr morgen an mich denkt, von 18 bis 20 Uhr, wenn meine engsten Freunde und die Nachbarn ins Lichtwerk kommen. Und vielleicht spürt es dann im Feld, wenn so ein stattfindet, dann wart ihr mit dabei. Ich danke euch für all eure Unterstützung, die ihr mir immer auf den Weg gebt. Ihr habt oft wahrscheinlich gar keine Ahnung, wie wichtig und wie sehr mir das bedeutet, dass ihr da jede Woche mit mir da seid und euch meine Geschichten anhört und so Teil meines Lebens seid. Thank you. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Bleibt in der Dankbarkeit, in der Freude. Nutzt diesen wundervollen Neumond und wisst, ihr seid 101. We got you. Bye-bye.